Hey, was? Ich bin hier, um kurz Tschüss zu sagen. Was? Du willst schon gehen? Ja, wenn auch ungern. Ungern, Rainer? Ach komm, du hast immer gesagt, wie furchtbar du hier gelitten hast im Osten. Das habe ich auch. Ja, siehst du. Wir gelitten wie ein Hund. Aber ich hatte schließlich... Ja, das ist zu spät. Jetzt ist alles zu spät. Aber ich habe nicht nur gelitten, ich hatte ja auch eine Mission. Eine sehr harte zwar, aber eine Mission. Ja, so eine Missionarsstellung kann manchmal ganz schön hart sein. Hans Günther, komm mal her, setz dich zu mir. Ja, ja, schön. Er nutzt alles aus, gnadenlos. Hans Günther, jetzt wo ich dich dann bald verlassen werde, ja, dann muss ich dir eines noch sagen. Ihr hier, ihr seid da alle noch so unreif. Ich meine, wer soll euch denn jetzt die Demokratie erklären? Da macht ihr mal keine Gedanken. Leute wie dich gibt's hier wie Sand am Meer. Du. Ja, bloß so viel Sand braucht gar keiner, weil der einen immer in die Augen weht und da sieht man plötzlich gar nichts mehr. Genau das meine ich doch. Ohne unsere Hilfe, da versinkt ihr immer mehr in einer Diktatur. Ja, aber solange das auf demokratischen Wege passiert, kann dir das doch recht sein. Ach komm, nur bleib doch mal auf dem Teppich. Ja. Die Zone war nun mal eine Diktatur. Ja. Nee, und ein bisschen Nachhilfe aus der freien Welt in Sachen Demokratie, das hat euch doch sehr gut getan. Siehste, und genau das ist mein Problem. Freie Welt. Welche freie Welt meinst du denn jetzt? Die freie Welt, der ein Diktator Pinochet lieber war als der demokratisch gewählte Präsident Allende oder der Diktator Somoza oder der Putschgeneral Suharto, solange er die Kommunisten massakriert hat? Ja, komm da mit diesen ganzen ollen Kamellen. Ja, Hans Günther, ich gebe zu, im Westen war auch nicht alles gut. Siehste? Das habe ich versucht, dir in den letzten 10 Jahren immer mal so... Ihr Wessis seid nämlich im Prinzip gar nicht so unterschiedlich von uns Ossis, wie ihr immer denkt. Na, nun ist aber gut, in puncto Anpassung und Opportunismus, dann nehmt ihr euch aber nicht. Was ich dir sagen will, Hans Günther, ist, dass du dir diesen Sozialismus immer noch schönredest. Im Schönreden des Kapitalismus steht ihr uns nicht nach. Ja, aber gibt's ja kleinen Unterschied, ne? Der Kapitalismus hat gesiegt. Nee, der ist übrig geblieben. Der ist übrig geblieben. In einer BBC-Umfrage haben nur 11% der Befragten in 27 Ländern gesagt, der Kapitalismus, so wie er jetzt funktioniert, ist nicht gut. Ein Sieger sieht anders aus. Ja, aber die neue Regierung. Ach, haben wir schon wieder eine neue? Ach, lass doch das jetzt mal. So. Dieses neue Kabinett, das macht doch Hoffnung. Dass es 4 Jahre durchhält, ja. Ja, nein. Du bringst mich völlig durcheinander. Ja. Schau mal, diese geballte Kraft der Jugend. Ja. Dieser Rösler ist 36 Jahre alt, die Köhler 32, der von Guttenberg 37 Jahre alt. Das macht doch Hoffnung. Ja, mir kommt das so vor wie Jurenforscht. Jeder kann mal ein bisschen was an uns ausprobieren. Ja, das ist eben die Unbekümmertheit der Jugend. Du, Jugend voran. Da wär's doch das Beste, wir machen demnächst mal einen 19-Jährigen zum Verteidigungsminister. Der hat die Kriegsführung schon online im Blut, wenn der von der Schule kommt. Schau, Hans Günther zum Beispiel, der neue Bundesgesundheitsminister Rösler von der FDP, der sagt, die neue Gesundheitsreform muss ein Markenzeichen werden von Schwarz-Gelb. In der Tat. In der Bild. Hat er das gesagt? Das neue Gesundheitssystem, das soll für 80 Millionen Menschen robust und gerecht sein. Na, ich fürchte, da hat er was verwechselt. Er wollte bestimmt sagen, wir haben ein Gesundheitssystem, das 80 Millionen robuste Menschen braucht. Na, du warte erst mal ab, was kommt. Du, alles, was bis jetzt gekommen ist, ist nicht unbedingt immer besser geworden. Kennst du übrigens den schon? Da sagt ein Chirurg zu seinem Patienten, wollen Sie erst was für die Klinge springen lassen, ehe Sie über die Klinge springen? Ja, fragt der Patient, warum? Da sagt der Chirurg, damit Ihr Krankenlager nicht zum Endlager wird. Soll das jetzt ein Witz sein? Nein, das nennt sich werbefinanzierte Operation. Hans Günther, du kannst doch deine Augen nicht ununterbrochen vor der Realität verschließen. Euer Ministerpräsident, Herr Böhmer, der hat das neulich gesagt. Man kann von einem System nicht immer mehr verlangen und dafür nichts bezahlen. Das gibt es in keinem Land auf der Welt. Da hat er doch recht. Nee, da hat er überhaupt nicht recht, weil die PCs, die ich mir kaufe, werden immer billiger, obwohl ihr System leistungsfähiger wird. Was für ein blöder Vergleich. Es ist immer eine Frage des Systems, ja, ja. Wenn der Insolvenzverwalter von Karstadt-Quelle
15 Millionen einsackt, damit er die Arbeitsplätze bei Quelle reduziert. Also, dass der sich nicht schämt. Also. Scham ist im Insolvenzrecht nicht vorgesehen. Ja, aber die Abwesenheit von Schamgefühl ist das sicherste Zeichen für Schwachsinn. Dieser Satz steht nicht im Insolvenzrecht. Nee, aber bei Sigmund Freud. Das ist doch wieder typisch. Was ist denn typisch? Ja, immer suchst du dir Zitate raus, die dir in Kram passen. Du, was kann ich denn dafür, wenn das der Freud so gesagt hat? Der hat doch ganz andere Sachen gesagt. Ja, du hättest zum Beispiel auch zitieren können, die Gemeinheit des Menschen ist sein zivilisiertes Vorrecht. Warum hätte ich denn das nehmen sollen? Weil ich Recht gehabt hätte. Ja, nachher. Es kann immer nur einer Recht haben. Hans-Günther, gibt keine hundertprozentige Wahrheit, so wie es keinen hundertprozentigen Alkohol gibt. Ja, da kennst du dich aus. Natürlich. Natürlich kenne ich mich bei Sigmund Freud aus. Ich meine bei C2H5OH. Ja, den brauche ich auch jetzt ganz dringend nach so einem blöden Gespräch wie mit dir. Ach, das ist mir von dir nicht das Was willst du denn hier? Ich mach mir Sorgen ums Klima. Nee, musst du nicht. Wir haben hier ein ganz prima Klima gerade. Ja, aber ihr habt doch gerade von CO2 geredet. Kein Mensch hat hier von CO2 geredet. Du hast doch gerade gesagt, der Rainer kennt sich mit CO2 aus. Ich habe gesagt, er kennt sich aus mit C2H5OH. Was ist das? Alkohol! Ja. Damit will sich der Rainer die Welt schön saufen. Ja. Ja, da darfst du dich aber beeilen. 2012 kommt der Untergang. Habe ich gerade im Kino gesehen. Das ist ein Film. Nein, die Wissenschaftler sagen, die wahre Katastrophe kommt erst 2050. Da ist dann Amsterdam das, was heute Venedig ist. Und was ist dann Venedig? Was heute Atlantis ist. Und was ist Magdeburg? Boah, als ob dich das interessieren würde, was dann... Da stehen dann vielleicht Bananenplantagen auf dem alten Markt. Da bin ich aber ganz schön traurig, dass die Klimakatastrophe nicht schon vor 20 Jahren war. Was? Da hättest du nämlich deine Bananen und ich dich nicht am Hals. Ach, das war... Angela Merkel. Die erst recht. Oh, Mensch. Mit euch auch mal vernünftig unterhalten. Warum bringst du dann ausgerechnet Angela Merkel ins Spiel? Weil Angela Merkel versprochen hat, 2010 in die Biodiversität einzusteigen. Die Bio was? Biodiversität. Na, ist das irgendwie was so mit Dinkel, Trockenknochenbrot oder auf der Wiese Krötenknutschen Nein. oder was? Nein, Rainer. Nein. Bei der Biodiversität geht es darum, die Arten und die Vielfalt in der Natur zu erhalten. Ja, deshalb hat sich auch die Erbschaftssteuer schon geändert. Das ist... Was hat denn das mit Artenschutz zu tun? Ja, sicherlich, wenn du ein Unternehmen vererbst, da wird ab 1. Januar der erhöhte Steuersatz für Nichten, Neffen und Geschwister enorm gesenkt. Und das erhält die Art, ja. Ja, wenn es dann überhaupt noch was zu vererben gibt, wenn die Industrienationen nicht langsam mal was für die Umwelt tun. Ja, wieso? Da gibt es doch positive Signale aus Kopenhagen. Sogar Barack Obama hat angekündigt, die USA will die Umwelt mit schützen. Ja, aber wie es konkret aussehen soll, hat er noch nicht gesagt, doch, ne? Doch, McDonald's streicht jetzt seine Fressbuden grün an. Aus Respekt vor der Umwelt. Ja. Und Europa verbietet die 100... Watt Glühbirne. Ja, damit es ein Licht aufgeht. Jawohl! Motto des Klimagipfels, nieder mit den Glühbirnen! Es leben die Armleuchter! Au. Apropos Armleuchter. Also bevor ich jetzt hier von der Bildfläche verschwinde, habe ich noch eine Frage. Bitte schön, was passiert jetzt mit diesen ganzen Phrasendreschern, die da in Berlin und Dresden ihren Hut nehmen müssen? In Dresden? Naja, beim SPD-Parteitag. Und bei der Neukoloratur der Bundesregierung. Bei was? Bei der Neukoloratur. Bei der Umfärbung. Du meinst Neukolorierung von Schwarz-Rot auf Schwarz-Gelb? Genau, vom Maienkäfer zum Kartoffelkäfer. Du hast Koloratur gesagt. Ja, ist da ein Unterschied? Ja, kolorieren ist färben. Koloratur ist, wenn die Kanzlerin sich in den höchsten Tönen lobt. Ja. Gut, ist mir völlig wurscht. Ich will wissen, was ist mit den Ausgeschiedenen? Oh nee, komm, ausgeschieden ist auch wieder so ein Wort. Klingt doch nach Entleerung. So als würde man die in die Jauchegrube schubsen. Einer, die andere in die Scheiße reiten. Hm? Die müssen selber nicht in Armut versinken. Nehmen wir mal Beispiel den Medorn. Ja. Der Medorn, nachdem der bei der Bahn entgleist ist, sitzt der jetzt? Ja, in einer Pension, wo die Zimmertüren keine Klinken haben. Nein, im Aufsichtsrat von Air Berlin. Ja. Der Medorn ist ein schlechtes Beispiel, der ist auch kein Politiker. Ja. Ich möchte wissen, was ist jetzt mit diesen
Müntefering, Heil, ja. Tierse. Müntefering, so viel wie ich weiß, nimmt jetzt an diesem Projekt der Biodiversität teil. Also, der macht bei der Arterhaltung mit. Ja, der heiratet. Ja, ein 69-Jähriger heiratet eine 29-Jährige. Da möchte man schon mal Mäuslein sein. Also. Doch, Hans-Güter, ich stelle mir das irrsinnig schön vor und entzückend, wenn sich da so ein junges, hübsches Ding herunterbeugt, um das niedergefallene Viagra aufzuheben. Nee, anderes Thema. Entschuldigung, nein. Wer ist denn jetzt noch auf dem Abstellgleis? Beispielsweise Flachpfütze. Wer? Tiefensee. Das weiß ich doch, das weiß er. Ich höre nur so gerne, wenn Hans-Günther Flachpfütze sagt. Ja gut, also Wolfgang Tiefensee. Hans-Günther! Was denn? Bitte, bitte. Flachpfütze. Danke. Ja, der soll demnächst wahrscheinlich Eventmanager im Leipziger City-Tunnel werden. Eventmanager? Was soll er denn da machen? Ja, da kann er auf dem Bahnsteig dann ein bisschen Cello spielen. Und Generalsekretär bei der SPD, Hubertus Heil, könnte doch neues Maskottchen bei der NPD werden. Ja, was haben die Rechtsradikalen davon? Könnten sie immer, wenn der Hubertus durch die Tür kommt, ungestraft Heil rufen. Wolfgang Thierse hat jetzt wieder mehr Zeit für einen Friseur und hofft inständig darauf, dass die SPD mal wieder eine Wahl gewinnt. Wann soll denn das sein? Na, am besten 2021. Ja, da ist Thierse 78, könnte er sofort Alterspräsident des Bundestages werden. Ja, aber dann müssen alle Nichtwähler zur Urne schreiten, denn deren Stimmen haben ja vorwiegend der SPD gefehlt. Ja, deshalb hat ja auch ein Provinzsozi aus Pinneberg gefordert, in Deutschland müsse wieder mal die Wahlpflicht eingeführt werden. Jeder Nichtwähler muss dann 50 Euro Strafe zahlen. Was? Und da meint der König Sozis mehr Stimmen? Nee, glaube ich nicht, dass das funktioniert. Ich auch nicht, weil jeder Nichtwähler zahlt lieber 50 Euro. Nee, weil Ypsilanti, Müntefering und Schröder zahlen dann jedem, der nicht SPD wählt, 60 Euro. Naja, aber darüber sollen wir uns keine Gedanken mehr machen. Und warum nicht? Weil unsere Zeit, weil unsere Zeit abgelaufen ist. Da stritten sich drei Leute herum, wohl um die Politik. Der eine hieß den anderen dumm. Manchmal auch mit Musik. Satire stritt im Fernsehen sich sonst niemand West und Ost. Doch durch des Senders Hobelstrich, da fallen wir durch den Rost. 10 Jahre stritten wir herum. Du warst zu mir meist fies. Zur Freude für das Publikum, die Quote es bewies. Es stritt mit dir sich immer gut, weil Freundschaft uns verband. Dann legt mal euren Hobel hin und gebt euch schön die Hand. Wenn unsere Zankstelle heute schließt, dann ist es unsere Pflicht, dass man die Kunden freundlich grüßt und seinen Dank entricht. Bleib sie hellwach, so sagten wir, wenn unser Werk vollbracht. Heute gehen wir durch diese Tür und sagen, gute Nacht.